ersten Mal fanden am 8. und 9. Juni die Tage der nationalen Bewegung statt. Die NPD lud Patrioten und Musikliebhaber ins thüringische Thema ein, um 2 Tage lang ausgelassen zu feiern und Kontakte zu knüpfen. Etwa 900 Teilnehmer besuchten die Veranstaltung am Freitag, am Sonnabend konnten sogar über 2000 Gäste begrüßt werden. Im Vorfeld musste die NPD mehrfach vor Gericht ziehen, um ihr Recht auf Versammlungs- und Kunstfreiheit durchzusetzen. Also sieht so aus, dass wir jetzt 3-mal gegen den Landrat vor Gericht gewonnen haben innerhalb von kürzester Zeit. Es war so anfangs, dass der Landrat nach unserer Anmeldung, also ich habe im Dezember 2017 noch die Versammlung angemeldet gehabt, und im März plötzlich kam ein Verbot der Veranstaltung auf diesem Platz hier, also nicht der generellen Veranstaltung, sondern dieses Platz hier, wo wir uns jetzt befinden. Das haben wir dann beklagt, haben dann dementsprechend einen Eilantrag gestellt vor dem Verwaltungsgericht Meiningen, und die haben uns auch sofort stattgegeben gehabt, und es war erstmal das Verbot vom Tisch. Letzte Woche plötzlich haben sie am Mittwoch nochmal probiert, das Ganze zu verbieten. Letzten Freitag dann hat das Verwaltungsgericht Meiningen nochmal gesagt, nein, die Veranstaltung darf hier stattfinden. Das Gleiche kam dann diese Woche nochmal. Am Mittwoch hat nochmal das Amt hier von vor Ort, der Landkreis, probiert, das Verbot durchzusetzen beim Oberverwaltungsgericht in Weimar. Auch dort sind sie wieder gescheitert. Zu guter Letzt wurde noch versucht, mittels Auflagen die Veranstaltung zu sabotieren. Sie wollten durchsetzen, dass erstens hier auf dieser großen Wiese von 4000 Quadratmeter nur 1000 Teilnehmer zugelassen werden. Zweitens, dass ein generelles Alkoholverbot auch von Leichtbier und so weiter hier bei der Veranstaltung durchgesetzt wird. Eine Dezibelbeschränkung und gewisse Druckwerke wollten sie verbieten, die auch erlaubt sind. Heute um ca. 12 Uhr hat dann das Verwaltungsgericht Meiningen wieder entschieden, dass alle Auflagen, die der Landrat uns gegeben hat, diese 4, nicht so rechtens sind, wie sie es dachten, und es wurden alles aufgehoben. Damit hat unser Rechtsanwalt und wir als Versammlungsleitung 3-0 gegen den Landrat gewonnen. Aber man merkt jetzt, auch hier probieren sie jetzt wieder mit Schikanen, weil sie halt verloren haben, uns hier immer noch vor Ort zu schikanieren, aber wir setzen uns hier weiter durch. Besuchern wurde bei schönstem Wetter mit musikalischen Leckerbissen, aber auch Zeitungsvorstellungen, Verkaufs- und Informationsständen, Projektvorstellungen sowie Vorträgen ein außergewöhnlich abwechslungsreiches Programm geboten. Unser Ziel ist die Volksgemeinschaft, in der jeder Deutsche seinen Fähigkeiten entsprechend an seinen Platz gelangt und seine Persönlichkeit im Sinne des Ganzen zu entfalten. Der Einzelne vermag nichts im Vergleich zu einem ganzen Volk. Erst das Volk in seiner Gesamtheit, das heißt, der Zusammenschluss aller Volksgenossen zu einer Gemeinschaft, kann die Interessen jeden Einzelnen sichern und seiner Persönlichkeitsentfaltung Vorschub gewähren. Besonderes Interesse weckten die Podiumsdiskussionen. Bei der vom stellvertretenden NPD-Parteivorsitzenden Ronny Zasok geleiteten ersten Diskussionsrunde zum Thema Von der Szene zur Bewegung ging es vor allem um die Einigkeit der nationalen Bewegung, trotz der Unterschiede in den Strukturen und Ausrichtungen. Wie schaffen wir es, aus diesem Sammelsurium, aus der Szene, eine Bewegung zu machen? Wir sind nicht da, um nur Eliten als Mitglieder herauszubilden, sondern unsere Aufgabe ist es, möglichst breit aufgestellt zu sein, um jene mitzunehmen, die zumindest erkannt haben, dass in diesem Merkel-System ganz gewaltig etwas schiefläuft. Ja, für uns als junge Nationalisten, wir haben einen Vorteil, wir kämpfen nicht um die Stimmen, sondern unser Ziel ist, um die Köpfe zu kämpfen. Wir wollen Charaktere bilden, und damit haben wir natürlich die Chance, uns nicht in diesem Parteigestreite einfinden zu müssen, sondern wir können die Charaktere raussuchen, bilden und damit eine neue Generation schaffen. Ja. Wir haben momentan nicht die eine große Sammlungsorganisation, nicht die eine große Sammlungspartei im nationalen Widerstand. Das, was wir jetzt haben, das, was auch oft von was vielen Parteien da zum Vorwurf gemacht wird, der Vorwurf der Zersplitterung, das ist keine Ideallösung, das ist völlig klar. Aber dass wir mehrere nationale Parteien haben, hat auch Vorteile. Zum Beispiel, damit sich jeder, je nachdem, wie er gerne taktisch vorgehen möchte im politischen Kampf, sich seine Organisation aussuchen kann. Es muss Leute geben, die die Grenzen, die dieser Staat setzt, überschreiten. Es muss Leute geben, die genau über diese Grenzen hinübergehen und diese Republik nach rechts rücken. Am Sonnabend hat dann auch der NPD-Europaabgeordnete Udo Vogt das Wort an die Teilnehmer gerichtet. Und im Gegensatz zu den Etablierten befinden wir uns auf der Seite der Genfer Flüchtlingskonvention, die nämlich ganz klar sagt, dass die Staaten
die Flüchtlinge aufnehmen müssen. Wenn aber die Bedrohung in der Heimat geendet hat, dann sollen diese Menschen wieder zurück in ihre Heimat gehen. Warum also sollen die integriert werden? Denn sie sollen ja möglichst alle bald wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. In beiden Abenden herrschte im Zelt ausgelassene Stimmung bei einem vielfältigen Musikprogramm mit Künstlern aus dem In- und Ausland. Es wurde bis spät in die Nacht getanzt, gesungen und gefeiert. Dass man einfach mal zwei Tage seine Ruhe hat unter seinen Leuten quasi ist, seinen Gleichgesinnten. Ne? Infostände sind super, Essen gibt es auch vernünftig. Das Festival war eigentlich sehr schön. Die Mischung aus verschiedenen Liedern und Liederarten mit Politik hat mir sehr gut gefallen und muss sagen, sollte öfter mal sowas gemacht werden. Ne? Also der Zusammenhalt halt auch, man trifft immer nette Leute. Es ist wie eine große Familie einfach, ne? Tolle Musik, tolle Reden, also wirklich klasse. Also ich muss echt sagen, coole Leute, coole Musik, immer wieder gerne. Ja, wir hatten jetzt zwei relativ gute Tage der nationalen Bewegung. Der zweite Tag, wie gesagt, läuft noch. Wir hatten eine gute Mischung aus musikalischem Rahmenprogramm und politischer Inhalte. Wir hatten etliche Reden, aber auch sehr gute Podiumsdiskussionen mit politischem Inhalt. Bewegung wird man nur, wenn man selbst etwas einbringt. Ich höre sehr oft, dass jetzt etwas passieren muss, dass die Politik Merkels die falsche ist und es müsste sich etwas ändern. Das ist aber nicht nur etwas, was bei uns Funktionsträgern passieren muss, sondern jeder Einzelne muss seinen Teil dazu beitragen, dass Deutschland zu einem besseren Deutschland wird. Das ist nicht nur Aufgabe eines Parteivorsitzenden, sondern eines jeden Mitglieds und eines jeden Bürgers. Das war mir heute an dieser Stelle ein Anliegen, das allen hier mit auf den Weg zu geben, dass Bewegung insbesondere am Montag beginnt, am Sonntag, am Montag und nach der Veranstaltung im Einsatz für ein besseres Deutschland.